Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley mit mir, dem Jan. Jetzt werde ich diese Höhle erkunden. Keine Ahnung, ich baue es einfach ab. Gold? Gold. Da geht's nicht lang. Keine Ausdauer. Da komme ich nicht rüber. Wieso ist das so verwinkelt hier? Kann ich hier fischen? Nein. So, was habe ich denn jetzt gerade bekommen? Arbeiterhelm. Hier sind wieder sau viele Pilze. Nicht gestartet. Die Mining-Runde wird ja immer größer und größer, ne?
Toll. Eine moderne Couch. Wenn das Wasser blockiert ist, bitte lesen. Diese Nachtdornen werden immer schlimmer, aber mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Ich habe etwas von meinem Rootbier auf sie verschüttet und sie sind ein wenig geschrumpft. Wenn wir viel mehr Rootbier brauen können, und einige dieser Bonbons verwenden würden, um zum Schäumen zu bringen, dann werden wir bestimmt alle los. Ich habe alle Zutaten in der Truhe im Lager gelassen. Ich hoffe nur, dass ich alles in diesem Fass bekomme, bevor mich das Vergessen auch erwischt. Was für eine Truhe. Hey, was war das denn gerade? Was fehlt mir denn da? So, jetzt muss ich mit Mördern reden. Merlin, wo bist du? Jan, ich vermute, dass du es mit einer anderen Sache zu tun hast, die über das Schicksal des ganzen Dorfes entscheiden könnte. Aber ich nehme an, das gehört für dich zum Arbeitsalltag dazu. Ich habe einen gewissen mürrischen Löwen in dem Riesenschell auf den Elefantenfriedhof gefunden. Ein Löwen? Du meinst doch nicht etwas gar. Ja, genau. Er bat mich um Hilfe bei der Wiederherstellung der sonnigen Ebene. Sei sehr vorsichtig, mein Freund. Scar ist genauso heimtückisch wie Ursula. Er arbeitet nicht aus Freundlichkeit mit dir zusammen. Er verfolgt immer eigene Ziele. Er scheint ganz nett zu sein. Zur Kenntnis genommen, ich werde mich vorsehen. Gut, die Anzahl der Schurken im Dorf wird größer. Wir müssen dem Beobachtung schenken. Von allen Schurken im Tal habe ich eine besondere Abneigung gegen Scar. Er weigert sich, meinen Namen zu lernen und besteht darauf, mich der
Schwätzer mit den spitzen blauen Federn am Kopf und der ungepflegten weißen Mähne zu nennen. Puh, wie unhöflich. Wirklich unhöflich. Also, was hat Skadi erzählt? Er sagt mir, wenn ich die Säule der Pflege wieder zum Leben erwecken wollen, müsste ich die Blockade des Flusses in den Vitalis Main beseitigen. Die Vitalis Main, ach du meine Güte, die hatte ich ganz vergessen. Ich ging hinein und erkundete sie. Sie sind riesig. Das sind sie. Ich wünsche, ich könnte mich da erinnern, was dort abgebaut wurde. Der Fluss ist durch die Wurzeln einer riesigen Nachtdornblockade, die von den Klippen herabgewachsen sind. Meine Magie scheint bei ihnen nicht zu wirken. Ich verstehe. Nun, vielleicht könnten eine professionelle Substanz die Nachtdorn an der Wurzel beseitigen. Ich habe eine Notiz gefunden, die jemand in den Minen aufgehängt hat. Ein paar Zutaten, die herumlagen, ein paar prickende Bonbons und ein Rezept für Rotbier mit extra viel Kohlensäure. Hervorragend. Das bedeutet, dass die Arbeit bereits zur Hälfte getan ist. Bevor du kamst, gab es nur eine Möglichkeit, die Nachtdorn zu in Schach zu halten. Zuckerhaltige, kohlensäurehaltige Getränke. Wirklich vielleicht. Roadbeer? Hey. Ganz genau. Jetzt je schäumender, desto besser. Natürlich wirkt es nur bei den kleinsten, am wenigsten giftigen Nachtdorn. Aber wenn du dieses Rezept verwendest, um ein besonders schaumiges Roadbeer zu brauen und es mit den prickenden Bonbons kombinierst, dann könnte ausreichen, um das Problem an den Wurzeln zu beseitigen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Wo kriege ich denn den Schaum her? Ich habe aber kein Schaum. Schön, dich zu sehen. Nur 20. Meinetwegen. Ingwer. Ich brauche Ingwer, das ist kein Schaum, sondern Ingwer. Und Ingwer habe ich nicht. Noch eins. Reicht doch, oder? Ich baue mal kurz was an.
kauf das mal eben. Damit ich wieder ein bisschen Geld habe und den Brunnen da herstellen kann. Hallöchen! Jetzt werde ich das Bier brauen. Gibt den Rothman mit extra vielen Kursoren. Und die bringt den Bonbons in den Fass. Ich gebe diesem Dorf 5 Sterne. Schön. Hallo. Wie viel würde der Shop kosten? Sei gegrüßt, Nachbar. Chilischoten. Gut. Jetzt kann ich ja hier zur Kiste rüber. Guck mal, da war ich. Würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.